So, wo habe ich denn jetzt gerade hier eigentlich den Block verpasst, ha? So, hier 42er Combo. Und dann auf einmal 0. Das ist doch ein Bug, Alter. Hallo, wir werden zurückgedreht, das ist cool. Oder gibt's unsichtbare Blöcke? Das ist voll unfair, Mann. Ah, oder wird die automatisch zurückgesetzt, wenn man eine Zeit lang nichts trifft? Also so. Aber dann wäre das nicht cool, weil ich kann ja nichts dafür, dass der Song jetzt ein bisschen aufbaut. Aber ja, ich weiß nicht. Andri, vielleicht kannst du dazu was sagen. Vielleicht bin ich auch echt blind und ich habe irgendeinen Block nicht gesehen oder so. Ah, egal. Davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Übrigens auch sehr großes Lob an die Maps. Also sehr schöne Varietät zwischen den verschiedenen Songs. Schöner Schwierigkeitsgrad. Also, ne, man kriegt quasi das, was man auch auswählt. So. Oh, lol. Und ja, also es bockt auf jeden Fall, ne? Keine Map spielt sich auf jeden Fall wie eine andere. Die haben andere Patterns und auch schönen Aufbau. Ich meine, ja, na klar, mit unterschiedlichem Rhythmus ist das ja sowieso verständlich. Aber so von den Elementen auch schön ausgewählt immer. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ui, 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 ui. Find's cool, dass die mir einfach in den Schoß fliegen. Ja, also es ist, ne, wie gesagt, super nice Minigame-Map. Empfehle ich nur jedem, euch die auch mal reinzuziehen, mal ein bisschen auszuprobieren. Und vielleicht sogar einen eigenen Song zu machen. Ich weiß nur nicht, ob man die dann irgendwie ihm schicken kann, so mäßig, dass er die dann hochlädt vielleicht, wenn die sehr gut sind. Also mit in seine eigene Map packt oder so. Kann man ja easy machen, so kleiner Songmaking-Contest, ne? Wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Also wenn du mal irgendwann sowas planst und ein paar Leute dann was machen, ne? Sag mir Bescheid, ich wäre auch dabei. Also ein Track-Making-Contest oder so. Wir müssen immer noch gleich mal schauen, was es da so gibt. Aber ich würde halt eher jetzt erstmal hier den Story-Mode in Anführungszeichen spielen, um zu gucken, was so der schwierigste Schwierigkeitsgrad ist. Gab es ja irgendwie, ich weiß nicht, Demon oder so. Hat mich ein bisschen an Geometry Dash erinnert von den Farben. Jedenfalls würde ich gerne noch sehen, was es damit auf sich hat. Reise, gerade noch ein verpasst. Ich wollte gerade sagen, fast perfekte Combo, ey. Bis auf den Betrug am Anfang. Aber ja, jetzt gerade habe ich auf jeden Fall ein paar Fehler gemacht. Ich hoffe, euch ist noch nicht schwindelig geworden hier beim Rumwippen die ganze Zeit. Also mir wurde schon mitgeteilt, dass ich bei dem Springen immer nicht so oft diagonal laufen soll. Aber leider ist das in AC so ein Feature, dass man halt oft so strafen muss. Ah ja, gut. Genau, hier diesen. Ah, wobei, es gibt sogar noch. Alter, was? Noch richtig viel. Wir haben den perfekten Score. Und es gibt tatsächlich eine andere Medaille dann, oder was? Oh yeah, oh mein Gott, und der Screen sogar, oh mein Gott, dankeschön, dankeschön. Let's go, genau so brauche ich das. Das ist der Game Juice, den ich brauche, oha. Damn, cool. Und jetzt haben wir hier diese geile Medaille. Eigentlich würde ich alles gerne so auf perfekt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß halt nicht, ob es bei der einen Map halt nicht ging. Ja, dann würde ich es aber sagen, schauen wir gleich noch vielleicht die Dingens an. Den Level-Editor und dann werde ich vielleicht off-cam noch ein bisschen farmen einfach für den anderen Rang und euch dann vielleicht nochmal ein Valid auf den anderen Schwierigkeitsgradstufen zeigen oder noch besser, ich zocke einfach off-cam weiter und habe euch dann ein bisschen so von der Map gezeigt. Ihr könnt euch die ja dann auch runterladen und dann bis zu der letzten Schwierigkeitsgradstufe zocken. Wie wäre das? Ich glaube, das dauert schon ein bisschen, bis wir jetzt noch den Rang erreichen. Und ja, ich weiß halt nicht, inwieweit das dann
wenn Let's Play Sinn macht, die ganze Zeit dann das quasi zu machen. Und deswegen fände ich das ja viel besser, wenn ihr euch dann einfach auch die Map runterladet, mal ein bisschen austestet und dann vielleicht auch mal zu der Stufe hinkommt. Ja, Leute, ich habe gemerkt, ich habe in meiner Originalaufnahme nicht so wirklich den Trackmaker gut dargestellt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt nochmal. Ich habe ein paar Testmaps gemacht. Wir machen jetzt aber ein neues. Das nennen wir quasi Super Mario. Das wäre cool, wenn man nicht das Inventar öffnen könnte. Aber ich glaube, das geht leider nicht, wenn es darauf gebindet ist. So, 64. Oh, geht nicht. Ah, dann warte mal. Super Mario. Man kann keine Nummern machen. Warum? Ja, gut. Super Mario. Title. Da. Gut. Geo und SM64. Ah, geil. Man kann nicht mal Zahlen da reinmachen. Gut, das wäre cool, wenn das noch adden kann. Gut, dann rename ich das eben. So, ich habe es so genannt. Bam. Und Song Length ist... Oh, das ist jetzt eine gute Frage. So, die Länge des Songs ist... Details. 46 Sekunden lang. Da. Wir machen Song Speed. Machen wir hart. So. Und jetzt können wir quasi auf Edit klicken. Und hier haben wir jetzt das Panel. Das heißt, wenn wir jetzt das Inventar öffnen, also es sieht erstmal ein bisschen überladen aus, aber auf jeden Fall können wir dann hier den Song erstmal finalisieren. Wir können uns Marker setzen und zu den entsprechenden Markern hinspringen und dann quasi auch zu den Block. Also die heißen ja hier Blocks. Deswegen, Jump to the next or previous Blocks. Und Zoom out und Zoom in. Das ist quasi hier das Ding, also die Notenübersicht quasi. Und Exit und Save halt. Genau, und halt Play, Pause und Stop. Und jetzt ist das Ding, hier haben wir quasi Marker, wir haben Delete und Open Inventory und sowas. Und links und rechts haben wir halt die Möglichkeit, ihr seht das da schon, wenn ich mit den Pfeiltasten bewege, kann ich die Position auswählen. Zum Beispiel, wenn ich nach links und nach oben drücke, würde der oben links einen Block platzieren. Ne? So, wenn ich Tab gedrückt halte, dann wählt der halt immer einen Random Spot aus. Und das ist wichtig, wenn man quasi später Random Blöcke einfach platzieren möchte. Das gleiche ist halt auch mit Z. Das wählt eine random Farbe aus, die man oben sieht. Und dann zu guter Letzt random M wäre quasi ein random Block. Ne? Also der würde dann quasi zum Beispiel einen Armored-Block manchmal platzieren, dann Bouncy und sowas. Und ja, und wir können halt auch mit Shift und Control die Farbe halt fixen. Ne? Dass wir dann so sagen, okay, oben links und ich würde dann jetzt einen Block oben links platzieren. Aber das geht nur, wenn wir halt auf Play drücken. Dafür müssten wir einmal hier auf Play klicken. Und oben links seht ihr, wir haben einen Buffer, bevor der Song losgeht. Und jetzt geht der actually los. Jetzt würden wir halt was machen. So, aber der Song wird nicht gefunden, weil ich den wahrscheinlich gerade gedingenst habe. Also gerade erst in die Map eingefügt habe, beziehungsweise geändert habe. Deswegen gucke ich mal, ob er jetzt gefunden wurde. Ja, okay. Genau. Und jetzt, wenn ich jetzt playen würde, dann seht ihr, wir haben einen Buffer und dann geht's gleich actually los. Genau. Und jetzt kann man halt, wenn ich Stopp mache, springt halt wieder an den Anfang. Und jetzt, wenn ich Play drücke, können wir halt überlegen, dass wir was machen. Deswegen, ich überlege gerade mal. Machen wir, ist einfach simpel, ne? Ich würde jetzt ein bisschen Song editen. Wir klicken auf Play und jetzt können wir halt eine Position aussuchen. Da 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 da. Da 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 da. Okay, und jetzt kann ich quasi sagen Save Song. So Save Song. Und dann hoffentlich auch Finalize. Und jetzt können wir den eventuell zocken, wenn es geklappt hat. Na, jetzt können wir den leider nicht mehr editieren. Das stand auch gerade als Warnung, aber das sollte soweit passen. Mal gucken. Oh Gott. Ja, okay, also meine Blockwahl war nicht gerade gut. Holy shit. Also es ist in der Tat ein schwerer Song geworden. Eieiei.
Ja, und das wäre halt so geil, wenn man dann so ein bisschen playtesten kann noch, bevor man den finalisiert, weil dann weiß man halt, was eine gute Entscheidung war und was nicht. Vielleicht kann man das ja noch adden, aber ich wollte euch da jetzt nur den Modus mal kurz zeigen. Ist gar nicht mal so leicht. Aber ja, okay. Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu abgeben, wie ihr den Modus so findet. Und ja, vielleicht auch mal einen eigenen Song machen. Und ansonsten war es das jetzt mit dem Projekt. Deswegen, ja, bis zum nächsten Projekt. Haut rein und macht's gut.